Stell dir vor, jemand verlässt einfach so seinen Arbeitsplatz, ohne seinem Chef Bescheid zu sagen, raubt vorher noch den Safe aus und haut ab in die nächste Stadt. Genau das hatte Onesimus gemacht. Er war ein Sklave, also war sein Chef eigentlich sein Herr, bis er getürmt ist. Endlich frei, auf nach Rom, die große, weite Welt sehen. Allerdings entdeckt er in Rom nicht nur die große Welt, sondern einen großen Gott. Er bekehrt sich durch Paulus, der ihn wie einen Sohn aufnimmt und ihn sogar mein Herz nennt. Onesimus ist neugeboren. Aber was soll jetzt geschehen? Es gibt da dieses Problem von dem Sklaven, der seinen Herrn bestohlen hat und weggerannt ist. Muss Onesimus wirklich zurück zu Philemon, seinem Herrn? Die richtige Antwort ist ja. Aber nicht ohne etwas Hilfe, um die Situation zu klären. Onesimus macht sich auf den Weg, um sich den Konsequenzen zu stellen, aber nicht mit leeren Händen. Er hat einen Brief in der Tasche, und zwar von Paulus, dem großen Apostel, höchstpersönlich. Obwohl Paulus als Apostel die Autorität hätte, Philemon einfach zu befehlen, nimm Onesimus wieder auf, ohne Konsequenzen und als einen Bruder, wählt er einen anderen Weg. Den Weg der Liebe. Der Philemon-Brief ist ein echtes Paradebeispiel für praktizierte Liebe und Vergebung in schwierigen Umständen. Paulus schreibt nicht einfach nur über Liebe, wie im 1. Korintherbrief, sondern er zeigt selbst, wie man Liebe auslebt. Dabei geht er folgendermaßen vor. An erster Stelle steht das Gebet, durch das er Philemon lobt. Dann bringt er seine Bitte vor, die er mit einem Versprechen unterstützt. Umrahmt wird das Ganze von einer Anrede und einem Abschiedsgruß. Fangen wir von vorne an. In der Anrede beginnt Paulus mit seiner Identität. Apostel? Nein. Er erinnert Philemon direkt, dass auch er, Paulus, ein Gefangener ist, wie Onesimus. Interessanterweise wendet sich Paulus aber nicht nur an Philemon, sondern auch an die ganze Gemeinde. Danach lobt er. Er lobt Philemon für alles Gute, das der Heilige Geist durch die Liebe in ihm gewirkt hatte. Er berichtet Philemon, dass er immer für ihn betet und dankt. Erst jetzt bringt Paulus seine Bitte vor und kommt auf Onesimus zu sprechen. Paulus will, dass Onesimus als Bruder in Christus aufgenommen wird und nicht als Sklave zurückkehrt. Dazu bringt er zwei Argumente vor. Erstens, Onesimus ist nicht mehr derselbe, er ist neu geboren. Und das ist nicht nur Theorie, sondern man sieht es auch in der Praxis. Paulus sagt, er war nutzlos für dich, aber jetzt ist er nützlich für dich und mich. Zweitens, die Konsequenz daraus ist, dass Philemon ihn aufnehmen sollte, und zwar als wäre er Paulus selbst. Weil Paulus der geistliche Vater war. Onesimus war wie sein eigenes Kind. Mehr sogar, Paulus nennt ihn sein Herz. Außerdem war Onesimus kein Sklave mehr, sondern ein Bruder. Paulus sagt quasi, nimm ihn auf wie mich. Trotzdem verschweigt Paulus nicht die Ungerechtigkeit, die Onesimus begangen hat. Der Schaden, der angerichtet wurde, muss wieder gut gemacht werden. Aber Paulus sagt, ich will bezahlen. Er verspricht, für die Schuld aufzukommen. Dabei ist er ein wunderbares Beispiel von Christus, der für uns gezahlt hat, als wir noch Sklaven der Sünde waren. Am Ende zeigt er nochmal, wie wichtig ihm die Sache ist, indem er ankündigt, dass er Philemon besuchen kommen möchte. Das war natürlich eine große Ermutigung für Onesimus, der seinem alten Herrn ganz alleine begegnen musste und gab ihm die nötige Zuversicht für den Weg zurück. Obwohl dieser Brief so kurz und knapp ist, zeigt er auf geniale Weise, wie man schwierige Probleme lösen kann, mit Gnade und Liebe. Was können wir aus diesem Brief lernen? Gebet ist die Grundvoraussetzung für echte Liebe. Bei öffentlichen Angelegenheiten muss die Gemeinde informiert werden. Wer wiedergeboren ist, ist völlig neu und sollte in einem neuen Licht gesehen werden. Und geistliche Beziehungen sind mindestens so wichtig wie natürliche Beziehungen.